Heute zeigen wir euch einmal, wie eine Rolle funktioniert. Als erstes legt man die Hand auf, die andere Hand dreht man um und man versucht mit dem Kopf hier durch zu kommen und hebt dabei einfach die Füße auf den Fußballen und rollt vorne rüber. Wenn man noch nie eine Rolle gemacht hat. Also die Hand so, die andere Hand umdrehen, im Handrück auflegen, die Füße hier auf den Fußballen und hier rüber. Wenn ihr dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten seid, dann könnt ihr den Purzelbaum probieren. Und zwar so, dass die ein Unterarm aufliegt, der andere euch stützt, ihr den Kopf hinten auf der Brust macht und dann nach vorne rollt. Ich zeige das nochmal von hier. Den linken Arm auflegen, auf den Fußballen, Kopf, Kinn auf die Brust legen und vorne rüber rollen. Eine weitere Methode ist natürlich beide Hände, Kinn auf den Brust und nach vorne gehen und zu rollen. Ihr versucht aber dabei nicht direkt aufs Genick, sondern weiter hinten aufzukommen. Kinn auf die Brust und ganz weit am Rücken vorne rüber rollen. Ja, das waren ein paar Methoden, wie man eine Rolle lernen kann. Und wie es weitergeht, das erkläre ich euch im nächsten Video. Und jetzt zeige ich euch, wie man eine Rückwärtsrolle macht. Ihr nehmt beide Beine zusammen, wenn ihr noch nie eine Rolle gemacht habt. Stützt eine Hand auf, mit der anderen Hand schützt ihr euren Hinterkopf. Lasst die Beine eng am Körper ran. Rollt euch auf den Rücken ab. Streckt diese nach hinten aus, stützt euch ab und stützt euch wieder auf die Beine. So, das Ganze von der Seite, abstützen, Schutzhand, abrollen, ausstrecken die Beine, Kopf schützen und so rüberrollen. Wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, lasst ihr ein Bein ausgestreckt, wippt so hoch und das Bein, das angezogene, das ist wie eine Eins. Das kommt als erstes auf. Ich versuche dabei nicht auf dem Hinterkopf und nicht auf die Knie zu kommen. Das heißt, ich hole Schwung mit dem Oberkörper und die Eins kommt auf. Die Eins kommt als erstes auf. Aus der Perspektive seht ihr, dass mein Arm aufliegt. Hier, den muss ich drehen. So, das heißt, ich drehe ihn nachher im letzten Moment, ziehe ihn ran und stoße mich damit ab. So, ziehe ihn ran. So, ziehe ihn nach vorne ran. Komm ja nicht aufs Knie. Stoß nach hinten und geh hoch. Ganze von der Seite. Nach hinten rollen, abstützen, Arm nach vorne und hochstützen. Mal von der Seite. Nach hinten rollen, nicht aufs Knie kommen, nach vorne den Arm, zur Schulter hochstützen. Ja, und wenn ihr dann noch fortgeschrittener seid, dann macht ihr das in einem Schwung. So und hoch. Und dann irgendwann aus dem Stand. Stützt euer Steißbein und nach oben. Ja, und wenn ihr dann das einigermaßen gelernt habt, dann könnt ihr unsere DVD kaufen. Da sind die ganzen Cues drinnen. Bei uns ist es super wichtig, nicht auf Kopf, Knie oder Ellbogen zu kommen. Und wie das gemacht wird, das lernt ihr in unserer DVD. Also bis nächstes Mal. Jetzt zeigen wir euch, wie die Stürze funktionieren. Erst aus der knienden Position. Hierbei landet man auf seinen Unterarmen. Man versucht, so viel Fallenergie wie möglich auf der Matte abzugeben, indem man mit den flachen Unterarmen auf der Matte richtig aufklatscht und dabei die Beine anhebt. Das Gleiche kann man auch machen aus einer mittleren Position.
Wichtig dabei ist, Körperspannung zu behalten, Bauchmuskeln anzuspannen und die Position für kurze Zeit zu halten. Die Knie dürfen dabei nicht den Boden berühren. Jetzt das Ganze, wenn man schon ein wenig fortgeschrittener ist, aus der stehenden und kippenden Position. Dabei lässt man sich einfach fallen. Auch hier gilt es, die Bauchmuskeln anzuspannen. Wenn man sich schon sicherer ist, kann man das Ganze später aus einer springenden Position machen. Hierbei ist es wichtig, sofort die Fallenergie auf der gesamten Matte abzugeben. Wir zeigen euch die Technik nochmal von vorne direkt. Der Schüler schwebt dabei kurzzeitig in der Luft und kommt wieder nach oben. Wir machen jetzt eine Straßenvariante. Einmal von der vorne und einmal von der Seite. Die Straßenvariante ist völlig anders als die Dojo-Variante. Hier landen wir auf Matten. Der Vorteil von der Straßenvariante ist folgender. Man ratscht sich nur die Handaußenkante auf und kann noch greifen und zuschlagen. Der Schüler wird von hinten geschubst, guckt unter seinen Arm unterdurch und macht einen Tritt nach hinten. Dabei nimmt er das Bein nach vorne und richtet das auf. Genau. Das gleiche jetzt von der Seite. Kick nach hinten, Fuß nach vorne absetzen, Arme x'en und hochkommen. Genau so muss das aussehen für die Straßenvariante. Um einen Vorwärtssturz zu üben, kann man sich einen kleinen Kasten hinstellen. Und das Gleiche kann man jetzt auch den Sturz seitwärts machen. Auch einen Sturz rückwärts lässt sich das üben. Okay.